What did he do? Hä? Was hat der denn jetzt gemacht? Ist er jetzt einfach in die Vergangenheit oder was? Wo? Was läuft denn jetzt? Zeitalter, was? Was? Das war halt wirklich... Also, das ist halt wirklich Spoiler, ne? Weil das ist das Zeitalter, wo wir jetzt waren. Und das ist das Zeitalter, wo wir jetzt sind. Das heißt, wir spoilern uns gerade aufs Übelste. So, was macht der Splitter? Als wäre nur so lange hier wie du. Mhm. Nehmen wir den mal. Einfach mal an uns nehmen. So, was kann schon passieren, ne? So ein Time-Travel-Splitter. Der macht uns doch nichts. So, was bist du jetzt? Oh! Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Was ist ein bisschen düster, hä? Das ist ein bisschen düster. The shard seems to have taken me somewhere. Yet my surroundings appear familiar. Weg damit. Leeren Verzweiflung. Okay. Seid ihr? Holy moly. Gegnerz. Aber was sagst du den Spoiler? Du wirst doch sowieso allen Dialog skippen. Ich glaube weder. Wobei, hat. Hast du oder Fabian jemals wirklich die komplette Story von Diablo 3 gelesen? Also wirklich gelesen? So, also durchgegangen und sich quasi gedacht, so, ich gebe mir jetzt jeden Dialog? Ehrlich? Ganz ehrlich? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. I am not a man of many pockets. Damn it! Flucht entfernt? Hey du, was machst du so weit von der Flucht entfernt? Den machen wir mal kurz ein Portal auf. Ja, Stadtportal. War das jetzt wieder zugegangen, oder was? Das kratzt, jetzt haben wir Ego. Was? Nee, von dir habe ich doch gar nicht gesprochen. Vor den beiden Herren der Runde. So, erstmal all das Ding hier verkaufen, ne? Ich glaube, das war alles, was ich nicht wollte. Die Schwerter da können sowieso weg. Hüte Mannering. Nee. 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 Ja, den erstmal weg. Hat ein bisschen mehr. Ich glaube, ich nehme den da mal. Ich nehme den echt mal. Nee, der ist schlechter. Der ist. Nee. Ich wollte gerade sagen, ja, natürlich liest du Texte, das weiß ich ja. Für D2 reden 100%. Wir reden nicht von D2. Wir reden von D3. Reden wir. Von D3 reden wir.
Die erste Stunde bestimmt. Okay, dann mal wieder zurück. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir hin. Er kommt aufs Game an. Ja gut, okay. Dann muss man dann jetzt aber auch mal, das ist wohl wahr, ja. Also bei Nightingale habe ich jetzt auch nicht nicht alles gelesen, ne? Obwohl es da auch sehr viel Story dazu gibt. Definitiv. So, warte, ich könnte ja auch mal noch leveln. Oh, wir haben ja Desintegrieren bekommen. Oh. 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 Dann lass uns doch mal vielleicht dieses Desintegrieren nutzen. Lass uns doch mal gucken, wie sehr dieses Desintegrieren schmeckt. The Shard seems to have taken me somewhere. Yet, ah, ja. My surroundings appear familiar. Oh ja, oh ja, oh, der sieht gut aus. Das ist auch. Ja, wenn der jetzt noch. Hat der Feuer damit? Der müsste jetzt noch entzünden und so. Wenn der jetzt noch entzündet und dann würde ich schon fast sagen, nehme ich. Nice. Der desintegriert aber auch wirklich gut. Ja. Schöne Desintegration der Gegner. Aus dem Leben heraus. Okay, wenn so... für so starke Gegner aber nicht. Müssen diese kleinen da ran. Der macht aber guten Damage, macht er. Nice. And who are you? Ich bin jemand. Hey Luda, warum bist du hier? Wo ist genau hier? Na, Älteste dürften hier sein. Das weiß jeder. Siehst wie ein Kultist aus. Naja, du siehst wie ein Kultist aus. Ja, weil ich keiner bin. Hä? Okay, von was für Kultisten redest du? Die Lehre sagt. Meine Hellseherunden würden ausschlagen, sobald ich dich sehe. Ich heiße keine Kultisten in der Nähe sind, also sollen wir beide vorsichtig sein. Ich bringe dich in die letzte Zuflucht. Das ist dieser dunkle, seltsame Teer. Ist er nicht ganz richtig im Kopf? Nicht um! Dunkler Teer, der alles um uns herum verschlingt? Die Leere! Jetzt ist es unser einziger Ort, die Leere entkommen ist. Wenn du nicht von hier bist, dann hoffen wir mal, dass unsere Ältesten keine Verderbnis an dir finden, was? Meinetwegen. Hä? Okay. Ja. Das ist aber auch gut, dass direkt hinter ihm wieder Viecher spawnen, ne? Der macht aber einen richtig guten Job. Der macht ja der exzellenten Job. Ach, da kommt einer gerannt. Wie schön weit das noch reicht, ne? Da kann man schön auf Abstand gehen hier. Ist er eigentlich. Ne, der ist einfach nur ein random Ritter, oder? Warum folgt er mir denn jetzt? Oder ist er das? Weil da steht nämlich jetzt einfach nur noch Ritter. Da hat doch vorher Wilhelm gestanden oder so. Desintegrieren. Da, 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 da. Haben die hier noch irgendwas? Nee, ne? Oh.
desintegrieren wir einfach ein paar Feinde. Okay, was sagt ihr hier? Ihr seid auch einfach nur Zufluchtritter, Dingsbums. Wer bist du? Waldläufer der letzten Zuflucht. In der letzten Zuflucht geschieht etwas Schreckliches. Die Schutzzauber sind zusammengebrochen und die Leere stürzt herein. Wah. Ich bin mal ein bisschen müde hier. Ich will gleich mal ein bisschen Luft hier reinlassen, um mir noch was zu trinken. Ich habe die Leute so gut wie möglich nach draußen geführt, aber es sind immer noch so viele gefangen. Okay. Und was bist du? Diese Dinge. Bin ich aus den Wänden hervor. Kriechen aus der Dunkelheit. Was für Dinge? Die Leere. Die Kreaturen, die einen Weg aus der Dunkelheit bahnen. Sie haben die Leute nicht getötet, sie haben sie verschlungen. Verändert. Meine Nachbarn, meine Freunde, sie sind durch ihre eigene Kleidung gesickert. Dieses Bild bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf. Du sollst dich ausruhen. Ja. Denke ich auch. Gut, dann machen wir hier mal kurze Pause. Ich gebe mir was zu trinken holen und mach mal hier so ein wenig die Fensterchen auf, um frische Luft hereinzulassen. Weil ist schon ziemlich warm hier in der Bude. Und dann sehen wir uns in hoffentlich 5 Minütchen, wenn nicht weniger, wieder. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Was muss ich hier lesen? Der Stream gehört euch? Nee. Nope. So, was will der Jute jetzt? Du da, dich kenne ich nicht. Warte, da sind noch mehrere, die... Warte, ihr habt da auch noch was zu sagen, ne? Die letzte Suche wird bald fallen. Die fallen wie das, was? Mein Charakter ist nicht so ganz smart, ne? Nicht. Die letzte Zuhe wird bald fallen, ja nicht mehr lange, ne? Okay, wenn wir gezwungen sind, an die Oberfläche zu gehen, werden wir alle sterben. Unsere Heimat, die letzte Stadt der Menschheit. Nicht, wenn ich dabei was zu sagen habe. Das ist, das ist beunruhigend. Trifft mich ja nicht, weil ich lebe ja gar nicht in dieser Zeit. Es ist soweit, die Endzeit hat begonnen. Es ist zwecklos, wir werden gezwungen, den Weg der toten Götter zu folgen, direkt ins Vergessen des Imperators. Oder Götter, Imperator. Ja, die Leere ist gekommen, um uns zu weisen und wieder zu uns zu stoßen. Um im Vergessenen wieder zu uns zu stoßen, okay. Terra hat uns verlassen, die Götter sind verschlungen. Selbst die unsterbliche Imperator ist verschwunden. Nun ist die Leere gekommen, um zu verschlingen, was bleibt. Ist ein bisschen blemblem im Kopf, hä? Ja. Gut, jetzt, was hast du da? Wache schickt mich, ich komme von draußen. Ich bin kein Kultist, falls du das meinst. Nein, die Wache hat mich geschickt. Aber hast du etwas an dir? Eine Präsenz? Als ob. Ist ein Splitter bei dir? Woher wusstest du das? Du ihn hast, wie du ihn dir erlangt hast, werde ich später untersuchen. Jetzt ist nur wichtig, dass wir ihn sofort dem Rat vorlegen. So Schubzauber wegen eines verliegenen Splitters gefallen sind oder ob du einfach der prophezeite Träger bist, von dem wir so viel gehört haben. Das müssen wir herausfinden. Prophezeite Träger, what? Das ist eine lange Geschichte. Jetzt sollst du erst mal im Wachhauptmann Bravon in der Stadt finden. Das sagen, dass sich die Ältesten vorstellt. Okay, die Ältesten, wer ist das? Du bist wirklich nicht von hier. Wir schützen den Rat, die Anführer der letzten Zugflucht. Warum bringst du mich nicht zu ihnen? Also bin ich in der Verfassung zurückzukehren. Ich will der Leere nicht auf dem Weg begegnen. Also genug geredet. Macht sich sofort zu den Ratskammern auf. Alright. Gut, von mir aus. Ja, macht. Hallo, nee. So. Erstmal weg. Außenbereich der letzten Zug. Das geht ja fucking schnell gerade. Holy moly. Das ist ja in Sahne. Wie man so sagen würde. Wie man so schön sagen würde. Okay, was willst du jetzt? Ah, das ist wieder der Wilhelm. Elsen Brunnen mitgehört. Du gehst wohl in die Ratskammer. Da werden sie sich um dich kümmern. Und sollen sie nicht mit? Oh, etwas zu tun, aber keine Sorge. Die letzte Suche ist sicher. Ohne den Rat hätten wir nie überlebt. Farewell. Okay, farewell. Be gone. Um genau zu sein.
Was willst du hier? Berauen. Peter, wenn du gegen die Leere kämpfst, dann musst du wieder an der Oberfläche. Die letzte Suche steht vor dem Fall. Ich muss zu Rast kommen. Was? Aber die Ratskammer sind im Stadtzentrum. Ich muss das tun, bitte. Nun gut. Wenn du dich aufmachst, ich mache mir Sorgen, dass der älteste Erzer im Inneren gefallen ist. Solltest du ihn finden, versuche ihn mitzubringen. Er ist hartnäckig, aber er überschätzt sich. Das haben wir doch schon mal gehört, oder? Be with you. Yes. Okay. Gods be with you. Haben wir doch schon mal gehört bei dem anderen. Vitalitätssplitter. Weg mit denen. Nice. Minimus, run your stupid one. Leave me. Was ist mit ihm? Du hast dich erfolgreich gegen sie zur Wehr gesetzt. Mir ist es schon zu spät, aber im Außenbereich stecken noch viele fest. Ich bitte dich, hilf ihnen bei der Flucht in die Ratskammern. Ja, ich werde helfen. Dank der Wick und der Rest seines Regiments sitzen direkt hinter der Brücke da vorne fest. Wir haben versucht, Grunt zu retten, aber er beschützt noch immer seine verdammten Tiere. Der älteste Mossbären hat ebenfalls eine Gruppe eskortiert, aber diese wurde von uns getrennt. Wenn du sie gefunden hast, begib dich zur Infektion Liora in den Ratskammern. Was mich anbelangt, Hauptmann Braun wird sich um Minimus kümmern, selbst wenn ein Hund von meiner Leiche wegzerren muss. Okay. Du kennst dich hier für eine andere Stimme. Was soll denn das jetzt, ja? Was soll denn das jetzt? Ah, da gibt's sowieso noch was, ne? Wie sieht's denn aus? Donnerstag. Deine Geschichte, hä? D&D und so, hä? Ups. Ups. Ja, die sind dead. Einmal leveln. Passivpunkte. Meisterschaft. Ja, momentan hast du Zugang zu einer Passiv in deiner Grundklasse. Wenn du zu wählen, nachdem du einen gewählt hast, hältst du den linken Bereich der Meisterschaft. Okay. Okay, irgendwann werde ich hier haben. Okay. Perfekt. Gehen wir mal weiter hier rein. D&D! D&D! Deine Might! Oh Gott, es gibt ja... wie groß ist die Karte denn jetzt bitte hier? Holy moly. Kann ich das jetzt ziehen? Ja. Desintegrieren! Oh, 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 oh! Ich hab. Oh, Armadillo. Hi. Na, wer bist du denn? Ach, hallo. Hilfe, die Mauer wurde gerade durchbrochen. Sie sind in Richtung Stadt unterwegs. Die letzte Suche wird überrannt. Jo, bis denn. Tschüss. Bruder, ich kann jetzt zwar nicht öffentlich kämpfen. Geh so schnell in den Ratskammer, bitte dort um Hilfe. Hier, Evakuierungsbefehl wird es gegeben. Verschwindet von hier. Aua! Farewell. Und der wird angegriffen, ohne was, dass er was dagegen macht. Hallo! Bewegen Sie sich, lieber Herr! Fools, Fools? Wer ist ein Fool? Ich bin kein Fool. Mage! Ich habe so das Gefühl, wir müssen eigentlich noch runter. Was für ein D&D höre ich zum ersten Mal? Ja, deswegen sage ich. Also hörst du jetzt zum ersten Mal, aber dann kannst du halt nicht behaupten, du hättest es jetzt immer gehört, ne? Oh, du bist ja vorbereitet, ist ja gar kein Problem, oder? Also, ne? Wir sind ja alle. Du bist immer vorbereitet. Ne? Ja, Donnerstag! Ich bin was? Ja, vorbereitet! Klar!
Natürlich. Dungeon Master muss immer vorbereitet sein. Immer vorbereitet. Beziehungsweise der ist immer vorbereitet, ne? Das kann ja nie, kann ja nicht sein, dass er nicht vorbereitet ist. Ja. Sind ja alle hier sehr professionell und so. Desintegrieren! Die kann man auch sehr schön desintegrieren. Das bringt mir jetzt eigentlich gar nicht so viel, ihr das zu desintegrieren, weil dadurch levelt sich ja nicht automatisch meine Nova oder mein Dings. Ich muss Level 20 werden. Jetzt schon da gegangen. Sorry. Nee. Ich kann mich sogar noch genauestens daran erinnern, was war. Genauestens. Ich würde sogar, wenn wir nicht eine Methode hätten, um zu definieren, wer zusammenfasst, würde ich sogar zusammenfassen, ne? So ein guter Spieler bin ich. Ne? So ein guter Spieler bin ich. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Ey, das ist aber nett. Nee. Das wollte ich ja extra nicht sagen. Ne? Aber außerdem kann ich ja nur eine Zusammenfassung machen, wenn wir auch spielen. Das ist halt, ne? Yes. Bei den toten Göttern, wir müssen hier raus. Jo, auch bald. Was mit dem hier? Eltersam Mossberg. Die Leere reißt die letzte Zuflucht in Stücke. Wir wollten fliehen, aber die Zerstörung hat alles in ein Labyrinth verwandelt. Die Menschen, die mir vertraut haben, sich hier rauszubringen, dem Untergang geweiht. Ich habe den Weg frei gemacht. Auf mit euch. Bin ich da richtig? Was mein Dank? Schnell weg von hier. Ja, dann lauf. Lauf, mein Guter, lauf. Nimm die Beine in die Hand. Wenn ich hier alles schön desintegriere. So eine schöne Reichweite. I like it. Weg damit. Oh, wer bist du denn? Ich lass mal die grauen Dinger jetzt hängen. Gut, dass du Spieler und DM gleichzeitig machst. Nice, was? Nee. Wer denn das jetzt behauptet, dass ich das machen würde? Nice, ein Goldschrein. Ich glaube, ich muss noch einmal da oben hin, oder? Hier geht's doch jetzt auch safe irgendwo weiter. Nee. Spieler, nee. Spieler und die M&M, nein. Du machst schön in die M. Hast du gut gemacht. Mensch, ich lob dich ja sogar. Ach, jetzt ist es ein verrückt geworden, Amodillo, okay. Ich hoffe, ich komme auf die linke Seite dann noch zu der Quest. Das sieht gut danach aus. Nice, Stufe 13. Sehr schön. Fools. We are fooling around.
Ich würde trotzdem noch einmal hier nach links gehen, aber wenn das, wenn die Quest da oben sich... Oh, nice, da ist auch noch so einer. Upp. Ach, der... Das, die haben solche Affinities oder was das da ist auf denen drauf. Ach, das ist ja noch so ein Teil. Da war ja noch so ein Teil. Okay, dann ist hier nichts mehr. Gut. Gehen wir die sekundäre Quest machen. Ja, das widert mich an. Ich kenn's. Ganz schlimm. Lob. Ah, ekelhaft. Tja. Musst du wohl jetzt extra schlecht die M, ne? Da gibt's kein Lob mehr. Einmal auf die linke Seite. Du da, du da. Da brennt sie alle weg. Man kann auch einfach nur den Strahl mal kurz antriggern. Das ist auch cool. Braucht den nicht voll auszuführen, damit er seinen Damage macht. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Übertrag die Materialien, dann bist du wieder ein Man der many pockets. Wir gehen gleich hin und sortieren wieder. Ich möchte noch ins nächste Gebiet. Was ist mit dir? What brings you here? Nur für Kreaturen, sie schlachten mein Vieh ab und machen es verrückt. Ich habe eine Bresche geschlagen. Filet von hier. Okay, das war einfach. I am not a man of many pockets. Okay, das sind alles nur so einfache Sachen. Gut, was haben wir hier? Ich glaube, die ganzen Dinger hier, die kann man erstmal wegmachen. So. Aber, halt, stopp. Was warst du? Nee, das kann auch weg. Ich glaube, ein Schild brauche ich auch nicht unbedingt. Nee, Feuerschaden würde ich behalten. Das da brauche ich wahrscheinlich nicht. Nee. 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 Was ist das da? Glyphe des Chaos. Modifiziert das Ergebnis eines Herstellungen bei der Verbesserung eines Affekts. Das ist besser auf den gegen ein zufälliges anderes, auf diesem Gegenstand erscheinen kann. Kein Präfix in ein Suffix verwandelt oder umgekehrt. Wenn du zum Beispiel einen Feuerwiderstandsspieler benutzt. Okay. Das sind Materialien, die materialieren wir mal. Du musst weg. Kältewiderstand braucht auch niemand. Nope. Nope. Warte mal. Kurz. Was? Was war das mit Freeze Rates? Okay. Zündung bei Treffer. Nee. 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 Nee, der hat nie gesagt. Was? Nee. Nee. Oh nee. Gut, wir sind wieder leer. Ich glaube, warte, die gelben Dinger hole ich mit. Die kann man ja mal verkaufen dann. Die werden wahrscheinlich noch so ein klein bisschen was geben oder haben halt coole Affixe, die man irgendwie runterschreddern kann oder so. Da wurde nochmal einer geholt. Oh, nicht gut. Her damit. Ja, komm. Inventar ist ja wieder halb leer. Stiefel. Nice. Ja, also was los? Donnerstag oder was? Hab ich gehört.
Donnerstag ist los. Und so. Hab ich jetzt so vernommen und so. Nein, wir machen ja eh nicht so lang. Ist ja dann Donnerstag. Ich meine, wir können auch versuchen, am Wochenende zu machen, je nachdem, wie der gute Patrikus Zeit hat. Dann wird es aber länger. Wird es halt länger. Ist ja immer noch am Leben. Danke. Die MP ist aber auch gut groß, ey. Die ist echt, groß. Wirklich nicht klein. Nice. Nice. Noch mal ein bisschen was mitnehmen. Halt sie mir vom Leib. Oh. Man macht, was man kann, sag ich immer, ne? Halt nicht geht, dann geht nicht. You there, help me. Ja, ich bin dabei. Keep them off me. I cannot do that. I cannot. Only a little longer. Weg mit dem. Au. Au. Go on. I'll be right behind you. Okay. Warte mal kurz. Wir müssen noch skillen. Ganz wichtig. Kann ich jetzt eigentlich hier eins... Das wäre lustig, wenn ich jetzt hier eins runternehmen könnte und könnte das dann einfach da drauf machen. Ah ja, stimmt. Warte, wir haben hier noch ein Level dazu bekommen. Kann ich das da jetzt skillen? Nein. Jetzt sind wir aber bei 4 und beim nächsten Mal kann man das ein bisschen höher skillen. Dies muss laufen. Rennen muss das quasi. Wie viel Level habe ich denn jetzt eigentlich da drauf? Da habe ich deutlich... Wait, das ist gleich, oder? Ah, ne. Feuerball habe ich deutlich jetzt mehr als die. Okay. Es ist, leckt. Klein bisschen die XP-Leiste. Okay, wen haben wir hier? Wenn du vom Ausweicher jetzt suchen, dann hast du mir über ihn geholfen. Wir stehen in deiner Schuld. Doch, müssen wir dich wohl noch weiter in Anspruch nehmen. Okay, bis dann. Oh, nice, ein Passivpunkt. Gönnung. Vulkanische Kugel freigeschaltet. Vulkanische Kugel. Kann ich die... Anstatt der... Was macht die? Lass mich gucken. Warte, vielleicht können wir die hier hinsetzen und dann unser Schild hier hin. Okay. I cannot do that. I cannot do that. Okay, perfekt. Dann können wir die jetzt gleich testen. Was ist mit dir hier? Ach, du bist. Ich nehme deine Dankbarkeit an, indem ich dir erlaube, mich mit einem Gefallen zu bezahlen. Ne? Was willst du mir erlauben? Ich weiß, alles sieht düster aus, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen festhalten und glauben, dass wir das hier überstehen. Dass ich das hier überstehe. Ich glaube so fest, dass du mir ein Kassenbuch holen musst. Was? Warum brauchst du in der Lage ein Kassenbuch? Ach, nur für den Fall, dass sich hier irgendein Pflegel meint, dass durch diese Katastrophe seine Schulden aus irgendeinem Grund getilgt seien. Im Gegenzug überlasse ich dir eines der Schmuckstücke, die ich von deiner Rettung in den Slums gefunden habe. Okay.
Okay. Interessant. Warte, man kann jetzt hier bei... Hier kann man nochmal hingehen, ne? Wir kaufen mal ein. Beziehungsweise wir verkaufen. Ich glaube, das ist alles... Das ist alles quasi Schrott. Gut, ist das auch alles Schrott? Ja, ich glaube schon. Ja. 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 Und ja. Und ja. Ja. Stärke, wir brauchen den Stärke-Materialien erstmal übertragen. Und das ist doch kein Aufweg. Was hast du denn anzubieten? Das schon mal nicht, weil das ist für Akolyt. Okay. Du hast einen... Naja. Plus 1 bis Blitzexplosion. Okay. Aha. Was ist denn das da? Achso. Okay. Nichts Gutes. Auch nichts Gutes. Du verkaufst echt nur schlechteres Zeug. Holy moly. Das, ist ja kacke. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Follow your feet. I follow my feet. Da will noch einer reden. Du hier. Du willst reden. Smile upon you. Mit dir, ich will. Farewell. Was ist... Achso, trifft dich in den Ratskammern. Ja, wahrscheinlich müssen wir aber erstmal hier mit dem da reden. Mit dir hier. You. Alter Stockerpass. I can sense that you have a shard of the Epoch. But that is impossible. Who are you? Mhm. I see. We have relied on the power of our shard for ages. All was assuming the others were lost, and it seems only tapping into a fraction of its potential. Okay. Also, ich habe ja nichts gegen Storytelling. Storytelling ist ja was Wunderbares. Aber wir kommen jetzt bei so einem Alten, der sieht vielleicht auch mit seinen Schultern so ein bisschen shady aus, ne? Aber wir erzählen ihm einfach unsere komplette Lebensgeschichte. Und er sagt sich so, ja, hier kann man jetzt vertrauen. Nee. Naja, okay. You were brought forward in time by the Shard. If you want to return to your time, we will need to use them together. If the Void does not consume us first, of course. Was ist denn hier überall los? The Void fell upon our world hundreds of years ago. All-consuming darkness spread across the surface and drove us into these caves. The last city of humanity. Last refuge. Mhm. Now that the Void has finally found us, it will reach this place and snuff us out. Okay, was wollt ihr denn machen? Canyon is an expert at using the shard. He can weaponize it against the Void. I have received word that his study is under attack. We may be out of time. Da gibt es einen, der kann dir weiterhelfen, aber der wird gerade vielleicht auseinandergenommen. Vielleicht sollten wir da hingehen. Ja, ist schon wieder Time für Mittag, hä? So. Kill ihn einfach. Ach ja. Wir sind leider nicht in Dark Souls, ne? Leider. Was sind die Spiele eigentlich? The shards of the epoch.
A relic said to have power over fate itself. And after hearing your story, I have no doubt in this now. Okay. It was broken into three shards long ago. We relied on one of them to sustain this place ever since the void destroyed the surface. We thought the other shards were lost, but with yours, we may have hope of surviving this. Okay. Everyone here is either too old or too injured to go warn Elder Panion, except for you. Und jetzt ist es nur warnen. Jetzt ist es nur warnen. Also vorher wurde er angegriffen, jetzt sollen wir ihn warnen, dass er angegriffen wird. Nice. Please, der kann sich auch nicht entscheiden. Na gut, der ist schon ein bisschen älter. Der kriegt da vielleicht nicht mehr ganz so zusammen. Please, take these idols with you. An idol of Logon to guard you against chaos, and one of Eterra to guide you home, wherever that may be. The gods have long left this world, but their memory will give you comfort. Be safe, traveler. Okay. 4 Götzenslots und Erfahrung. Was ist ein Götzenslot? Hallo? I cannot do that. Ja. Du kannst das nur nicht. Oh Gott. Oha. Der Lag ist real. Götzen. Ausrüstung für Götzen. Wenn Götzen die Götzen vorgesehenen Behälter hier ausgerüstet, verleihen sie deinem Charakter Boni. Ich sage schon, in der Haupthandlung von Nebenquests kannst du zusätzlich Götzen. Alright. Geil. Was so ein kleines Gimmick-Ding. Oha. Direkt mal was Gutes hier. Also Entzündung. Warum Dienerschaden? Was? Kann der... Ich bin mir jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mir die Spells so ein bisschen durchgelesen. Hier ist nirgendwo was mit Diener. Ist das die Runenbeschwörung? Aber die beschwört auch keinen Diener. Frostklau. Ist die das? Nee. Ist sie nicht. Übrigens, ein Teleport wäre eigentlich schon ganz cool, ne? Eigentlich schon immer seit jeher einen TP gehabt, ne? Ich leg mir mal den TP auf Q. Machen wir das mal. Ich glaube, ich gehe als erstes das Kassenbuch. So, was bist du eigentlich? Glücksspieler? Die sind geheim halten. Die Aussicht ist ja fantastisch. Sag mal, willst du nicht einmal dein Glück versuchen? Auf dem Weg hier habe ich schon ein paar schöne Stücke gefunden. Glücksspiel? Fabian, dein Händler! Guck mal, ein Scammer! Wie Kadala! Nur der da heißt. Wie heißt er? You feeling lucky? Artem! Artem ist deine Kadala! Ja, gehen wir mal in das letzte Archiv. Und gucken mal, ob wir das Kassenbuch von dem finden. Das muss ja irgendwo sein. Okay. Jetzt von dir besuchte Stadt zurückzukehren. Ja, das wusste ich. Yes. Mist, jetzt darf ich nicht sterben. Mein Werk ist beinahe verendet. Welches Werk? Meine Forschung über das unsterbliche Imperium. So eine Geißel der Welt. Aber ich weiß, dass ich mit seinem Wissen zur ausgewogenen Macht hätte kommen können. Okay. Zumindest hat es bewiesen, dass der Tod nicht das Ende bedeuten muss. Und dass die Götter von den Ambitionen der Menschen keine Einhalt bieten können. Ach, hätte ich nur damals leben können. Farewell. Okay.
Ach hey. Wie weit ist das denn bitte? Gods. Was? Derselbe Panel? Schwier dich an. Tu das nicht. Warum nicht? Diese Dinger. Wir sind schief eingedrungen. Es war so schrecklich, dass ich keine Worte dafür finde. Stimmt's dir so? Das ist, was denen hier erfahren ist, die weggelaufen sind. Diejenigen, die nicht gestorben sind. Okay, ich habe gesehen, wie ich verändert habe. Herr Dunkelheit, den ich fahren sehen, dann hat er etwas anderes verändert. Etwas Furchtbares. Wirft dein Leben nicht so leichtfertig weg. Ich werfe mein Leben gar nicht weg, aber jetzt bin ich gerade am Überlegen. Irgendwie gehe ich hier in die richtige Richtung, ne? Das kann ja, halt, stopp. Wir queuen mal kurz uns in, nochmal in die Ratskammer. Irgendwas stimmt hier ja nicht. Ich habe nämlich wirklich krass das Gefühl, ich gehe in die richtige Richtung, was mir sehr missfällt. Ich kann aber auch nicht wirklich so eine krasse Map machen, oder? Nee. Und wieder 5 Jahre Loading. Weil ich glaube, hier ist so ein. Hier ist so ein gelber Kreis und hier ist so ein blauer Kreis. Also gehe ich irgendwie schwer davon aus, dass es da hinten irgendwo weitergeht. Okay, die sind hier ziemlich zusammengefercht, ja. Kann ich hier hinsetzen? Nein, aber dafür lädt's. Okay. Aber wenn's da hinten weitergegangen ist, was ist denn diese Tür? Ach Mann, so viele Fragen. Was ist das Arbeitszimmer? Die Tür ist eine mächtige Rune versiegelt. Der hat seine Tür abgesperrt. Wer macht denn sowas? In einem Videospiel. Die Leute denken doch nicht an eine Tür abzusperren. Mann. Und hier kann man noch nicht mal casten. Wäre ich jetzt einfach hingegangen und hätte Fireball gegen die Tür gecastet. Wäre die bestimmt aufgegangen. Der macht sowas auf. Gut, dann gehen wir das Kassenbuch suchen. Kann er seine Schulden schön eintreiben. Auch lustig. Allen anderen geht's richtig grottig. Was ist das da eigentlich für ein Zeichen? Weiß keiner. Allen anderen geht's ziemlich grottig. Hauptsache er kann seine Schulden eintreiben. Ersas Bibliothek. Da sind Viecher drin, oder? Ja. Was für eine Bibliothek, ey. Sag mal. Komm lieber wieder, ne? Was sind wir durch? Ich will nach rechts. Da ist nämlich noch so ein Dude. Okay. Das hat's also mit denen gemacht. Ich verstehe. Die sehen aber sehr appetitlich aus. Das muss man denen ja echt lassen. Mann. Ihr habt euch aber verändert. Hastschreien? Nice. Mensch, ich Fuckboy. Oh. Aua. Dabei habe ich doch jetzt. Dabei hätte ich doch jetzt einen Tippi. Ich hätte ihn. Ist nicht, dass ich ihn benutzen muss. Nice. Und das Gold noch mit. Da ist ein Kassenbuch. Ja, okay. Auf dem überladenen Tisch liegt ein großes, abgegriffenes Kassenbuch. Ein Blick in das Kassenbuch werfen. Rund. Umgerechnete Schulden belaufen sich auf Dutzend Pakete Fleisch und 4 Fässchen Rollemilch. Anmerkung. Grund. Jüngste finanzielle Probleme haben sich verschlimmert. Schuldumrechnung anpassen, um Rückzahlungsschwierigkeiten zu lindern. Okay, 500 Goldmark und 2 Dutzend Rationen. Anmerkung, verstorben. Schuld getilgt.
Ein Blick in das Kassenbuch. Ihr Mist. 1200 Goldmark. Anmerkung verstorben. Schuld getilgt. Als Sicherheit einbehaltenen Schmuck an nächsten Verwandten oder Partner übergeben. Blick in das Kassenbuch werfen. Warte. Schuldbegleichung unwahrscheinlich. Anmerkung. Ich muss mich weigern, weiter. Ah, der Atem. Schuldbegleichung unwahrscheinlich. Anmerkung. Ich muss mich weigern, weitere Glücksspiele mit Atem zu spielen. Theriumsknochen, Orakelkarten, sogar Wetten auf Käferkämpfe. Er verliert immer wieder und hört nur seine und erhöht nur seine Schulden. Ach ja. Das ist ja jetzt aber. Nee, das kann ja aber nicht sein. Also, der Scammer wird gescammt? Nee, das kann ich ja nicht glauben. Das wäre ja. Nee. So läuft das Spielchen ja nicht. Dann würde ich auch alles wieder zurücknehmen, ne? Also, dann wäre es definitiv nicht der richtige NPC für Fabian. Ist ja quasi nur versucht, das Game. Ah, ich habe nochmal ein Level Up. Nice. So, was kann ich denn hiervon jetzt skillen? Kritische Trefferchance brauchen wir eigentlich nicht. Freeze Rate. Brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Rationsaufbewahrung. Eigentlich auch nicht, ne? Will das da? Erhöhter Feuerschaden. Ich will die eigentlich beide, oder? Ich will das da und das da. Es gibt beides nämlich Feuerschaden. Dann skillen wir erstmal wieder hier rein. Dann muss ich echt gucken. Dann skill ich wahrscheinlich hier einfach weiter. Hier weiter in die Intelligenz einfach rein. Denke ich mal. Könnte gut sein, ja. Machen wir wahrscheinlich. Let's go. Habe ich denn mittlerweile Level 20 erreicht? Weiß es nicht. Ah, ich habe aber. Jawohl! So, wenn das Savage mit mehreren Feuerbällen getroffen wird, wird es umherum ein Flammenstoß ausgelöst. Okay. Was macht der Flammenstoß? Flammenstoß ist ein Feuerzauber, der in einem Bereich hohen Schaden verursacht. Okay. Okay. Ja, I like. Ah, hier kriegen wir dann noch mehr Feuerbälle dazu. Das wäre natürlich auch relativ cool, ne? Einfach mehrere Feuerbälle. Nochmal mehrere. Aha. Ich bin gespannt. Die minimale Fähigkeitsstufe wäre jetzt 2. Mhm. Okay. Gut, was haben wir hier? I believe the shards would be safe where the gods could not reach in the future. I was mistaken. I find myself in a ruined era. Wen haben wir denn dort? Wer ist das wohl? Left by my side. My purpose is clear. I must seek refuge, prevent others from this power, and locate the rest of the epoch. What happened when I tapped into this power? Why did one shard come with me? Where are the others? Was all of this for nothing? Wen haben wir denn da? Das ist auch unser guter Freund, der diese Notiz hinterlassen hat. Okay, was bist du denn? Rune Prison. Sealed Interpreted Displays for Dangerous Arcane Experiments. Oh Gott. Au. Holy! Hallo?
Holy moly! Ich wollte ja ein... Das war der erste Tod. Was ist denn das für ein Kerl? Was ist denn das für ein Kerl? Ja, eigentlich, den kriege ich, oder? Komm, den habe ich. Den habe ich, glaube ich. Ich blink noch rein, das ist keine gute Idee. Gott! Oh mein Gott. Was macht der Kerl? Oh mein Gott. Kann er bitte aufhören? Bitte auf! Eieieiei. Nein! Ach Mann! Ich bin wieder gestorben. Gott sei Dank verliert der. Gott sei Dank hielt er nicht mehr voll. Auch wenn der jetzt wieder voll ist. Oh, please don't. Oh, bitte sei kein solcher Mensch. Ach, Gott sei Dank. Holy moly, was ist denn das für einer, ey? Was haben die denn da? What the hell? Was seid ihr denn? Aber was macht er denn? Kann ich das nochmal aufmachen? Nee, das ist jetzt kaputt, ne? Präfixe? Jeder Intelligenzzug gewährt 4% Schutzerhalt und verbessert Fähigkeiten, die sorgfältig erlernte Magie nötig ist. 1,3 Kälteschaden. I mean... I mean, I take it? Oh, was haben wir hier? Die sind aber gut, ja. Die sind deutlich besser. Okay. Gut, das waren die ersten zwei Tode, ne? Easy gefarmt, würde ich sagen. Easy gefarmt. Ich muss mich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass die Vulkankugel Abklingzeit hat. Das ist leicht ungewohnt. Wait a minute. Sollte unser Feuerball jetzt nicht eigentlich Gegner suchen? Oh, unser Feuerball sollte eigentlich Gegner suchen. Mit dir.